Hallo? Da hat sich wohl was rumgesprochen. Heute Vormittag war es noch ein bisschen ruhiger hier, jetzt, gerade eben, war es schon ein bisschen voller und alle, die eben schon hier waren, sind auch nicht gegangen, weil ich gerade schon verraten habe, dass wir jetzt den ersten Stargast heute hier bei uns auf der Bühne empfangen werden. Also hier vorne, die saßen schon da. Hallo, der Kameramann saß auch schon da. Den saßen auch schon da. Es ist niemand gegangen, es sind im Gegenteil viel, viel mehr Leute dazugekommen. Das hat natürlich auch einen guten Grund, denn wir begrüßen jetzt einen Mann, der insgesamt schon 19 Grand Slam Finale gespielt hat, 8 davon gewonnen hat. 270 Wochen stand er auf Platz 1 der Weltrangliste im Tennis und hat ein ganz großes Spiel. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals 9 Jahre. Ich habe vorm Fernseher gesessen und habe mitgezittert, als sein Gegner von Kämpfen geschüttelt nur von unten aufschlagen konnte und das Spiel trotzdem gewonnen hat. Eines der verrücktesten Tennisspiele, glaube ich, der Geschichte. Er hat damals verloren und spielt gleich hier auf dem Center Court in einem Mixed-Doppel gegen den Mann, gegen den er damals verloren hat. Ob die sich mittlerweile wieder gut leiden können, ob er diese Niederlage verkraftet hat, das werden wir ihn auch gleich fragen. Hier ist Ivan Lendl. It's warm. Yes. It's too warm. For you? Yes, I feel like I've played a 5-set match against you with tiebreak. Okay, who won? You. Oh, good. Also ich werde es ein bisschen übersetzen für die, die mein schlechtes Metzger-Englisch nicht so gut verstehen. Ich werde es ein bisschen übersetzen. You brought perfect weather here to us. You just said it's too hot. Yeah, perfect weather because you look like you're always in this weather. Look, yes, I am. Look at our skins. Well, you're brown, I'm not. You're in the office, I'm in my office, in the sun. Also er ist viel in der Sonne, sein Büro ist quasi in der Sonne. Isn't it too hot for professional tennis? I don't think so. I think the pros are used to it and they're trained well. Also es ist wohl nicht so heiß für professionelles Tennis. Die Profis kennen das, die haben das trainiert, die kommen damit auch einigermaßen zurecht. Ich habe es gerade schon gesagt, heute spielt er gegen seinen Kontrahenten von damals. Today you will force your opponent of one of the spectacularest matches ever in tennis, Michael Chang. Do you get along today? We always got along. Michael is a good guy and we always had a lot of fun together and practice together, so we got along always. Also er kommt mit Michael Chang super gut zurecht, super Typ, sie trainieren auch zusammen, überhaupt kein Problem, trotz der Niederlage damals in diesem großartigen Match. It is 25 years ago, you played against him as a 17-year-old newcomer. What comes to your mind when you think about this match at the French Open at the round of the last 16? No, it was a tough match. He played well. He didn't give me anything for free. And I know that we were both extremely tired at the end. But I thanked him the other day for that match because it gave me a chance to go to England earlier. And it was one of my best Wimbledons. Also es war erinnert sich gerade an dieses Spiel vor 25 Jahren, ich glaube 2 Tage und 25 Jahre auf den Tag genau ist es jetzt her, das Spiel im Achtelfinale der French Open, er als großer Favorit gegen den 17-jährigen Newcomer Michael Chang, ich habe es ja gerade schon gesagt, der hatte damals Krämpfe, konnte nicht mehr, hat trotzdem das Spiel gewonnen und er sagte trotzdem, es war eines der großartigsten Matches, die er gespielt hat und er hat sich auch bei Michael Chang dann am nächsten Tag dafür bedankt, weil das wirklich eine einmalige Sache war. How do you like this special family atmosphere here at the Gary Weber Open? I like it. I like being in the country. I don't like big cities too much. I prefer to be in the country. That's where I live anyway. And so it's really always pleasant to be in a smaller place where everybody knows everybody and everybody is relaxed. Also er mag es hier selber, den Gary Weber Open, vor allen Dingen, er mag eigentlich gar nicht so riesige Städte, so riesige Stadien, sondern eher so ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer, wo auch jeder irgendwie jeden kennt und jeder mit jedem mal ins Gespräch kommen kann. Also ich finde das auf jeden Fall hier schon sehr, sehr nett. What do you think, who will win this year's Gary Weber Open? Who will get to the final, who will win, who will be the champion? Which tournament? This tournament. This one. I don't know, it's very difficult to predict. I haven't even seen the draw. And I think everybody is still more preoccupied with the French Open finals tomorrow, which is most likely going to be a very tough match. As far as who is going to be here in the finals or when, it's too hard to predict at the moment. It's the first tournament on grass. It's always difficult to transition for most players. And I just can't make that judgment.
Also er kann nicht voraussagen und will auch nicht voraussagen, wer wahrscheinlich hier die Gary Weber Open gewinnen wird, wer der große Favorit ist. Ist halt das erste Rasenturnier und auch nach dem French Open jetzt eine Umstellung auch für viele der Spieler. Deswegen, wer gewinnen wird, wird er uns nicht voraussagen können. You will play the mixed double at 6 o'clock on the center court. You will play with Andrea Petkovic. How do you going to get into the game? How will your tactics be? And what do you think about her performance? Well, she had a great French Open. I'm sure she wanted to go further, but semifinals is always a great result, and she played very well. So I will let her take most of the court, and I just stay in the doubles line and play my little part there, because I'm much older than her. I used to play juniors with her father. They are all laughing, so I don't have to translate, you know. Ich habe früher gewusst, ich hätte ihn übersetzen müssen. Wir machen jetzt mal eine ganz kleine Aktion. Wir werden jetzt hier noch auf diese wunderbare Tennistorwand schießen. Mit einem Tennisschläger, mit Bällen, drei unten, drei oben, wie man das kennt. Es gibt auch einen kleinen Preis zu gewinnen. We will face now our little tennis war. You and I? No. Oh, I'm sweating already. One of you. Wer hätte denn Interesse, gegen Ivan Lendl anzutreten? You're too old. Put your hand down. You want to face a...